So, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Guild Wars 2. Und jetzt sagen wir erstmal hier unseren Problem, den wir gerade wieder überlebt haben. Dass das kein Problem war. Freundlichkeit ist echt so ein bisschen. Oh, das war der gar nicht. Oh, was haben wir? Der ist ja gerade AFK. Gut. Ich merke auch gerade, ich habe hier. Oh verdammt, der Dschungelwurm ist daily. Müsste ich eigentlich noch machen, aber na egal, komme ich heute nicht mehr zu. Ja, ich glaube, von den Dailies, die ich habe, also von den täglichen Herausforderungen, kann ich so eigentlich gerade gar nichts machen. Hier haben wir jetzt soweit alles fertig. Machen wir hier noch weiter und gehen dann da so rum. Tschüss, Mosquito. Okay. Tötet versteckte Spinnen, sammelt Rotkäppchenpilze und zerstört Spinnennetze und giftige Pilze. Okay, dann machen wir das mal. Oh, da ist ein Schleim. Ja, Gegner können auch ausweichen. Also da muss man teilweise auch später was sehr taktisch vorgehen, finde ich. Ihr habt Elaine geholfen. Haben wir doch gerne gemacht. Ich meine, es gibt uns wundervolle Erfahrung. Hä? Was ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Ich will Truhe looten. Ah, hier, das wird. Ja. Hm, okay. Hat sich erledigt. So, Spinnennetz zerstört und da kommt die Höhlen. Das Höhlenspinnen raus. Und direkt noch ein zweites. Looten. Gut. Flop, flop, flop. Und yeah. Kleiner als gewöhnlich. Ihr fühlt euch winzig. Enge Räume sind für euch kein Problem. Immer zurücklaufen und ausweichen. Ah, das, dem haben wir es gezeigt. So, jetzt haben wir ein paar Rotkäppchen hier. Und ich wette. Ah, Moment. Laserstrahl, voll geil. Hier. Ja, an dir können wir jetzt diese Zutaten abgeben und oben rechts füllt sich dadurch die Leiste. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Ich hoffe, dass man mein Recht gerade nicht für dessen hört. Oh. Ja, ich denke, es ist auch zu Weihnachten. Habe ich schon blöderweise herausgefunden. Motz ich mal meinen Rechner was auf. Weil mein Prozessor ist ja echt nicht mehr der beste. Und ich dachte, komm. Mein Prozessor, neues Mainboard, kann ich mir mal gönnen. Cool, das kann doch stehen schaden. Ja. So, dann können wir also schon zurückgehen. Weil wenn wir dieses abgeben, dann sind wir nächste Stufe sogar. Und haben diese Aufgabe fertig. Kann sein, aber sieht sie nicht ein wenig gefährlich aus? Ich habe einige Rotkäppchen und giftig dann her damit. Und wir haben 49 Kupfer und 98 Karma bekommen und sind Stufe 5. Neue Klassenfertigkeit freigeschaltet und Aufrappeln freigeschaltet. So, diese Spinne besiegen wir jetzt nochmal. Neue Charakterfertigkeit freigeschaltet. Was heißt das? Wir können jetzt hier geistiges Wrack. Zerstört alle eure Klone, Trugbilder und fügt nahen Gegnern Schaden zu. Der zerschmetternde Effekt tritt auch an eure Position auf. Also, ich zeige das jetzt einmal hier. Ah, jetzt haben wir hier keine. Das regt keine Illusion, verdammt. Dann
rennen wir mal weiter zur nächsten Aufgabe. Heute machen wir mal diese Spinne fertig. In der Hoffnung. Wieso war es eigentlich so schwierig? Hirsch? Jetzt kriege ich ja gerade keine Krone oder was? Ja, okay, ich habe es einmal ganz kurz gezeigt. Ich habe da so eine kurze Explosion gehabt und so weiter. Gut, ich glaube, ich gehe jetzt einfach hier über den Weg. Dann komme ich noch zu einer Wegmarke. Okay, wir sind noch 14 Sekunden klein. Verlassen wir die... Ah ja, stimmt, es gibt jetzt ja auch den Raid. So, da ist die Wegmarke, wo wir hin wollten. Und besiegt Auferstandene, verbrennt ihre Leichen und stampft auf verdorbene Raupenlöcher. Machen wir da mal. Auferstandene Leiche. Oh. Ist das hier? Nein. Hä? Ah, da ist ein Raupenloch. Und da kommt bestimmt, jawohl, hier ist eine auferstandene Raupe. So, flupp. Das hat Damage gemacht. Moa, tut mir leid. Ja, vielleicht mache ich doch irgendwann mal hier in der Folge mal so richtig Power Leveln. Und kaboom! Und wir haben Ei bekommen. Jetzt habe ich sogar schon 3. Oh Gott, war das schlecht. Plopp. Oh, ich finde das mit dem Dubeln richtig genial. So, da ist sogar eine Heldenherausforderung. Die könnten wir eigentlich jetzt mal so zwischendurch machen. Ja. Ha, ausgetrickst und wir haben dich besiegt. So, hier ist diese Heldenherausforderung. Pflücken. Wir pflücken eine Blüte. Haben jetzt hier Morgans Orchidee. Und wenn wir die jetzt hier doppelt klicken, kriegen wir einen sogenannten Heldenpunkt. Was das ist, die sind glaube ich noch nicht freigeschaltet, oder? Hier können wir unseren Charakter anschauen. Hier sehen wir nochmal die Messmerin. Haben hier unseren Bild, wie wir alles aufbauen. Da spoilere ich mich selbst sogar noch nicht. Hier ist die Chronik, Handwerk. Hier ist all das, was wir bekommen können, also an Erfolgen. Und hier ist der technische Login-Bonus. Ich habe jetzt hier heute Lorbeeren bekommen. Das ist so eine Währung, die man bekommt fürs Einloggen. Morgen kriege ich mystische Münzen, dann kriege ich wieder Lorbeeren. Danach kriege ich 800 Glück. Glück? Wie ist das eigentlich? Ach, das ist Account gebunden, Alter. Schwarzlöwen waren, eine Truhe mit Schwarzlöwen waren. Da kann was richtig Geniales drin sein. Aber auch kann auch verdammte Scheiße drin sein. Beutel mit Transmutationsladungen. Erkläre ich irgendwann mal. Ein Beutel mit Erfahrung. 4 Folianten des Wissens. Und dann gibt es noch die Truhe. Gut. Das passiert auch immer so öfter. Man läuft ja einfach so rum, schaut sich was an und auf einmal kriegt man so eine Teilnahme am Event. Ja, so eine Truhe der Loyalität. Dabei kriegen wir eine permanente Steigerung des accountweiten Goldgespürs um 2% und eine Auswahl von aufgestiegenen Handwerksmaterialien, legendäre Handwerksmaterialien, Lorbeeren oder Folianten des Wissens. Wobei ich da noch nicht weiß, was ich nehmen soll, ob ich Lorbeeren nehmen soll oder Folianten des Wissens. Legendäre Handwerksmaterialien wäre auch was. Ah, ich glaube, ich nehme dann sogar die Folianten des Wissens. Bin auf der Hut. Ich glaube, das mache ich. Die Folianten des Wissens sind eigentlich relativ stark beim ich fühle Untote in der Nähe. Sammel schnell beim neuen Spielern.
Weil so ein Foliant gibt einfach mal ein komplettes neues Level. Also wir sind jetzt bei Stufe 5 und wären dann jetzt hier Stufe 6 und hätten dann schon Stufe 6 erreicht und wären dann kurz vor Stufe 7. So direkt am Anfang das zu stucken ist das aber Schwachsinn. Weil man dann halt wirklich später schwer an Level kommt, was irgendwie besser ist, finde ich. Verwirrt. Ja, ich finde auch, freue mich auch richtig hier auf Story-Parts. Also die Story werde ich auch wirklich schauen, dass ich die auch regelmäßig mitmache. Oh oh. Und wir heilen uns jetzt mal. Blub. Wir heilen uns selbst und erhält zusätzliche Heilung für jede aktive Illusion. Okay. Und wir haben 56 Kupfer und 112 Karma bekommen. Kann man wohl machen. Okay, dann können wir jetzt eigentlich hier nach oben gehen. Ja, das machen wir mal. Aber ich... Nee, das sollte eigentlich klappen. Machen noch unterwegs ein paar Mobs, das Level sicher. Ja, der ist ein bisschen verwirrt hier, der TV. Und da soll er nämlich auch sein, wenn er so ein Messer kürzt. Geblockt und... Blub. Oh, ich liebe den Messer, der ist voll geil. Nee, hier wollte ich nicht rauf. Ich glaube, dann kommen wir auch schon gleich hier. Ja, auf Stufe 6 wird diese Fähigkeit... Fähigkeit freigeschaltet. Hör auf zu stammeln, du Spacko. Oh. Event war erfolgreich. Die Straße vor euch ist gefährlich. Seid vorsichtig, wenn und ihr weiterweist. Wir haben eine neue Waffenfähigkeit freigeschaltet. Edle Ausrüstung bekommen. Platz für Begleitwand Waffe freigeschaltet. Und Waffenfähigkeit 4 freigeschaltet. So. Wir wählen unsere Belohnung aus. Holzfackel oder Großschwert? Komm, wir nehmen mal die Fackel. Ja, nämlich jetzt auch etwas den Waffenwechsel freigeschaltet. Und ich finde heraus, was. So eine Fackel, wenn wir die jetzt deaktivieren. Blöd zu erklären. Moment. Wo ist der Moment. So, Charakter, Garderobe. Ah, okay. Oi, das Ding ist riesig. Mehr Untote von der Flanke. Es ist verwundbar. Ah, wir greifen jetzt mit zwei an. Ah, so ist das. Okay. Was für eine wilde Jagd. Ja, ich kenne das nur anders. Und zwar werde ich jetzt hier auf die Taste nehmen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, drücke. Dass ich dann die Waffe wechsle. Und wir sind unsichtbar. Nee. Oh, der ist Stufe 80 gerade. Aber dich bürsten wir weg. Gut, das hier ist eine Stufe 6 Aufgabe. Okay, dann können wir die so, ja. Ja, okay, dann gehen wir doch jetzt mal hier entlang. Oh, warte mal, da ist nix. So, Alter, wir sind schon wieder bei 14,5 Minuten. Alter, das geht so schnell. Ich habe gerade gedacht, dass ich so 6 Minuten dran bin. Ja, mein Lieblingsworldboss habe ich eigentlich heute auch komplett verpasst, dann muss ich den morgen machen. Ich kann den halt nur einmal pro Tag machen, aber dann ist verpasst. Yeah.
Es geht los! Ah, okay. Also, wenn wir es jetzt hier unsichtbar machen, werden die Gegner für 3 Sekunden geblendet. Das heißt, der nächste Angriff ist das Spiel. Und danach komme ich wieder auf und bin unsichtbar und tauche dann wieder auf und Happy Birthday, ich bin wieder da. Also wird jetzt hier. Hier kommen mehr! Das heißt, der Angriff geht daneben, verfehlt, ja, und er brennt. Das ist ja mal geil. So, sprechen mit Alarin, um in die Wilddornhöhle zu gelangen. Seid ihr erstmal, ja, okay. Dann, ich möchte halt mal ganz kurz die... Obwohl, ihr könnt es eigentlich weiter lesen. So, Hainhüter, Spion Alarin. Was kann ich tun, um zu helfen? Ich werde tun, was nötig ist. Ich bin bereit. Und wir sind jetzt hier im feindlichen Gebiet. Ich denke sogar kurz davor, das zu überspringen, habe aber gedacht, ne, komm, das letzte Mal. Und zwar sind wir jetzt auf dem Gebiet des Albtraumhofes. Der Albtraumhof ist so eine feindliche Fraktion, kann man sagen, von den Silvari. Kann ich hier... Okay, die lassen wir... Macht euch keinen Kopf. Sowas passiert jedem Mal. Ja, wir versuchen die Leute hier zu beruhigen. Wir sind freundlich. Beseitigen. Oh, hier ist ein Albtraum, Junges. Er wirkt neugierig. Ja, du bist gut. Ja, komm her. Ich spiele mit den Welten. Ja, du. Au. Du bist keine Sorge. So, hier die Dornbarrieren. Schöpfen wir auch mal aus. Der Hund schaut traurig mit einsamen Augen auf mich zu. Tröstet das Hündchen. Ja, wir werden auf gar keinen Fall die Hunde hier noch weiter demütigen. Die sind so schon durch die Leute hier eingeschüchtert und so weiter. Oh, schau dir stehen an. Ich, ganz ehrlich, so einen von diesen Hunden würde ich echt gern haben. Die sehen richtig süß aus. Gefangener Hund. Keine Sorge. Ihr kommt hier wieder raus. Albtraum, Dueland, komm. Was wollt ihr, Schwächling? Ihr habt hier mal, entschuldigt euch und lasst euch zeigen, wie unrecht ihr habt. Ja, dann hauen wir dir mal auf die Fresse. Das ist für... Na, komm. Ah, haben wir es dir gezeigt. Die Aufgabe ist geschafft. Und jetzt nicht abhauen. Denn wir können jetzt hier einfach ganz kurz hier lang gehen. Wir bekommen eine, sowas hier, eine Sehenswürdigkeit. Und ich meine, wir müssen jetzt hier an der Seite hochlaufen. Oh, ein Kumpel von mir ist online. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Wie kamen wir da mal da hoch? Let me think, Minute oder Sekunde. Ja, hier war's. Wir können es ganz einfach hier hochlaufen. Und dann... Oh, also, wir sind ja natürlich gerade Verkleidung. Dann finden wir hier eine Heldenherausforderung. Und dann holen wir uns da mal... Na? Und das haben wir auch geschafft. Eine neue Heldenherausforderung haben wir gemeistert. So, jetzt sind wir hier fertig und können dann hier auch abhauen. Das hatte ich beim ersten Mal, als ich hier war, komplett überhaupt nicht gewusst und bin hier erstmal dafür verwirrt rumgelaufen und denke mir die ganze Zeit, hä, wo ist diese Heldenherausforderung? Wir gehen jetzt hier aus der Wilddornhöhle raus. Interagieren, verlassen Wilddorn. Und wir gehen dann jetzt auch
Na, wie machen wir's? Bin auf der Hut. Na, na. Du wirst weg, eigentlich. So, und dann zeige ich euch mal ganz schnell das Porten hier bei diesem Spiel. Und zwar gehe ich jetzt hier hin, verhoffe mal diesen Koffer für und wir kriegen kurz den Ladebildschirm und sind dann jetzt jeden Moment wieder was zurück am Anfang. Gut. Weil, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt in der nächsten Folge mal hier so ein bisschen noch erkunden und dann das restliche Zeug hier holen. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.